In diesem Video werde ich zeigen, wie du Elemente im Raster ausrichten kannst. Und zwar anhand von diesen nummerierten Linien um die Rasterspalte bzw. zwischen den Rasterspalten. Ich zeige gerade genauer, um was es geht. Zuerst einfach Zutaten, da ist das HTML-Dokument mit ein paar SVG-Grafiken drin. Das sind hier die Böllen. Zu denen ist zu sagen, dass sie tun, weil sie keine definierten Dimensionen haben, skalieren sie mit dem Viewport mit, beziehungsweise sie skalieren proportional einfach so, dass sie das ausfüllen, was sie drinnen sind. Sie sind im Body Tag drinnen und der Body, der füllt den Viewport aus und darum tun auch die SVG-Grafiken den Viewport ausfüllen. Im Style-Sheet steht noch fast nichts drin. Ich habe die Abstände zurückgesetzt für alle Elemente. Und da ist eine Regel für den Body-Selektor, wo aber noch nichts drin steht. Ich tue jetzt als erstes sage Display Grid, das heisst, der Body-Tag wird gerastert. Und dann sage ich Grid Template Columns. Und als Wert gebe ich an 3 Spalten. Und zwar mit der FR-Einheit, die tut, den zur Verfügung stehenden Platz gleichmäßig aufteilen. Also ein FR, ein FR, ein FR bedeutet 3 Fraktionen, die gleich groß sind. Wenn ich würde sagen, ein FR, zwei FR, ein FR, dann wäre die zweite Spalte doppelt so breit wie die erste und die letzte. Wenn ich es abspeichere, dann macht es mir 3 Spalten und die 6 SVG-Grafiken werden der Reihe nach da drinnen versorgt. Und jetzt zum einen ist die nummerierte Linie zu zeigen. Ich gehe in Inspector von den DevTools und ich sehe hier zufälligerweise ist gerade der Body Tag ausgewählt. Wenn das nicht so wäre, müsste man hier zuerst im HTML-Teil den Body auswählen und dann auf den Garten klicken oder über den Layout Button hier anzeigen, welche gerasterten Elemente es in diesem Dokument gibt. Und wenn das nicht so aussieht bei dir, dann ist es wahrscheinlich wegen dem kleinen Pfeilknopf hier, wenn man den anklickt. Und dann nachher hat man ein zweiteils Fenster. Und es kommt ein bisschen darauf an, wie der Viewport eingestellt ist. Jetzt, wenn es breiter ist bei mir, dann nachher sehe ich die Sachen nebeneinander. Und wenn es schmaler ist, dann bricht es irgendwann um. Also es gibt da irgendwo einen Breakpoint. Gut, das ist nicht so wichtig. Alle Wege führen nach Rom. Jetzt sehe ich die Linie, aber es hebt sich nicht so gut vom Hintergrund ab. Und eigentlich hätte ich sowieso einen dunkleren Hintergrund. Für die Hintergrundfarbe ist übrigens egal, ob du Background Color oder nur Background schreibst. Das kommt in dem Fall nicht drauf an. So. Jetzt hat es einen Reload gegeben, weil ich hier im Texteditor abgespeichert habe und das Live-Server-Plugin einen Reload provoziert, worauf die Hilfslinien wieder ausgeblendet werden. Da muss ich hier noch einmal reinklicken. Jetzt. Und vielleicht mache ich noch ein bisschen Padding im Body. Dann sieht man den Umriss vom Raster ein bisschen besser. Und was ich auch noch machen könnte, ist sagen,
Grid Gap, vielleicht auch 10 Pixel. So. Und jetzt muss ich wieder die Hilfslinien anstellen. So. Wir sehen jetzt auch die Zwischenräume zwischen den Spalten ein bisschen besser, weil es nicht einfach eine Linie ist, sondern ein schraffierter Bereich. Jetzt ist ausschlaggebend für die Platzierung die Nummerierung. Also die erste Linie, die heisst 1 und dann 2, 3 und 4. Und übrigens da unten die Minuszahlen, das ist genau das Gleiche, nur dass man von hinten fährt, von Zellen. Also minus 1 bedeutet die letzte Linie. Und von oben nach unten gibt es das Gleiche. Eins, zwei, drei sind die Linien oben am Raster. So ist die Linie zwischen den zwei Rasterzeilen und 3 ist die unterste Linie am Raster, die nach der letzten Rasterziele. So, und jetzt gefällt mir einer von diesen Böllen besonders. Einen ist der wichtigste. Ich bin noch nicht ganz sicher, welcher das ist. Ich nehme mal den ersten. Und der soll grösser sein als die anderen, das heisst, der soll zwei Spalten überspannen. Und das heisst, er soll von Linie 1 bis zur Linie 3 sich strecken. Und damit ich das machen kann, muss ich den ansprechen mit einer Regel im Style Sheet. Und für das brauche ich einen Selektor. Und der Selektor kann nicht SVG sein. Wenn ich eine Regel für SVG würde schreiben, dann würde die für alle Böllen gelten. Das heisst, ich brauche da irgendetwas wie zum Beispiel ein ID oder ein Class. Ich nehme ein ID, weil ich will eine Regel, die nur für ein einziges Element gelten. Und ich sage dann first thing. Und jetzt kann ich im Style-Sheet als Selektor First Thing brauchen. Aber ich muss etwas voranstellen, weil sonst sucht es einen Tag, der First Thing heisst. Aber es ist ja die ID von einem Tag. Also muss eine Raute voran. Und dann kann ich eine Regel schreiben und sagen, ich will, dass das Element über zwei Spalten gestreckt wird, beziehungsweise über die Linie außen an der ersten Spalte bis zu der Linie rechts außen von der zweiten Spalte. Und das schreibt sich Grid Column. Also Achtung, es gibt Grid Template Columns Plural und es gibt Grid Column Singular. Und da kann man schreiben, von wo bis wo. Also, schalte nochmal an. Von 1 bis 2 geht er schon, aber neu soll er bis 3 gehen. Und das kann man schreiben mit einem Schrägstrich. Von 1 bis 3 speichern. Und jetzt überspannt der Bölle 2 Spalten. Wenn ich bei Body wieder einen Haken setze, dann siehst du, dass die Spalten sind immer noch da, aber die SVG-Grafik wird über beide Spalten gespannt oder skaliert. Und was wir jetzt hier auch sehen, es passiert jetzt, es hat gewisse Konsequenzen. Das ist die erste Rasterzelle. Das ist die zweite Rasterzelle und das ist die dritte Rasterzelle und dort ist jetzt der zweite Böller drin, der rutscht einfach in die nächste Rasterzelle, die offen ist.
Und da gibt es Weissraum. Den Weissraum gibt es, weil die Rasterzeile hat keine definierte Höhe. Ich habe nur Grid Template Columns angegeben. Ich habe nicht Grid Template Rows angegeben. Und ich habe nicht Grid Auto Rows angegeben, wo ich könnte entweder verschiedene Höhen pro Ziele definieren oder eine automatische Höhe für alle Ziele. Und durch das gibt es zwar Spalten, die definiert sind, aber Ziele werden beim Rendern einfach ad hoc zugefügt. Der Browser tut so lange Ziele zum Raster dazufügen, bis er nichts mehr hat zum Versorgen. Das ist der letzte Böller, nachher braucht es keine Ziele mehr und ist der Raster fertig. Und wenn es noch mehr solche Böller gibt, also noch mal einen, dann wird es noch mal zusätzliche Ziele geben. Also das heisst, die erste Ziele wird automatisch so gross wie das höchste Element, wo muss dort rein versorgt werden. Und weil ich gesagt habe, dass der Böller soll über zwei Spalten skaliert werden. Und weil die SVG-Grafik proportional wachsen, nimmt auch ihre Höhe zu und durch das wird die erste Ziele so hoch. Und die weiteren Ziele sind dann aber nicht mehr so hoch, weil es nicht mehr so grosse Inhalte gibt, die versorgt werden. Und die SVG-Grafik hier, die wird automatisch oben links eingefüllt. Und durch das steht sie dort. Durch das gibt es da unten ein Loch. Das heisst jetzt, möchte ich vielleicht den Weissraum so haben, weil ich das einen guten Effekt finde. Aber vielleicht möchte ich auch, dass der cyanfarbige Böller hier reinkommt. Und dass nachher der orange am Platz vom cyanfarbigen rutscht. Und der dunkelblaue hier am Platz vom orangen rutscht. Und dass der pinkfarbige hier aufrutscht. Und dass dann die Zeilen weggehen. Und dann ist alles schön versorgt in einem praktisch quadratische Raster. Das heisst, was ich für das bräuchte, ist, dass es hier eine eigene Zelle gibt. Damit es hier eine eigene Zelle gibt, muss es hier eine Zeile geben, eine Rasterzeile. Und das heisst, der grüne Ball hier, der muss nicht einfach nur zwei Spalten überspannen, der muss auch zwei Zeilen überspannen. Und das schreibt man analog, Grid Row, Doppelpunkt. Und auch hier ist es von 1 bis 3. Und jetzt, das tue ich auch zu machen. Jetzt sind alle Böller in einem 3x3-Zellen-Raster versorgt, beziehungsweise 3 Spalten und 3 Zeilen. Den Inspektor wieder einschalten. Und beim Body auf den Gartenhaken drücken, dann sehe ich, dass 9 Zellen und alle Bälle versorgen. Also das ist das eine, was man mit dem machen kann. Und das ist es ist nicht besonders schwierig. Oder? Man muss einfach wissen, dass das mit diesen Linien, mit diesen Liniennummern zusammenhängt. Und wenn du entweder eine Handzeichnung machst und dir das aufskizzierst, oder weißt, wie dass du in den DevTools die Linien kannst einblenden kannst, dann ist es relativ schnell gemacht. Also gerade wenn es nicht so viele Elemente sind, die man muss versorgen muss. Was man hier jetzt auch machen kann, ist Überlappungen. Also man kann zum Beispiel sagen, dass auch der zweite Böller, der violette, eine eigene ID hat. Und dann das hier copy-paste.
Und der zweite Böller, der möchte jetzt oben rechts. Also ich möchte auch, dass er zwei Spalten überspannt und zwei Zeilen, aber rechts angeschlagen. Und jetzt könnt ihr überlegen, da ist eins, zwei, ihr müsst bei zwei anfangen, bis drei, vier, also von zwei bis vier reichen. Und aber von 1 bis 3. So. Und das funktioniert problemlos. Eine andere Möglichkeit, das zu machen, wäre, dass man, wenn man wie ich vielfach zu faul ist, zum, bis da überzählen, dann kann man sagen, minus 1. Die letzte Linie ist minus 1. Wenn ich das abspeichere, habe ich das gleiche Resultat. Und das Schöne an dem Ganzen ist, dass alles total sauber skaliert und responsive ist. Also, das ist natürlich ein dankbares Beispiel, weil ich mit SVG-Grafiken arbeite, die keine definierten Dimensionen haben und die kommen einfach immer schön mit. Mit Text wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und nicht nur vielleicht, sondern klar schwieriger, dass der Text auch schön mitskaliert. Es gibt jetzt schon so Tricks, aber das ist ein bisschen schwieriger wirklich schön anbringen. Aber das ist die Grundlage, wie dass du kannst Sachen mit diesen Liniennummern im Raster anordnen. Und was man jetzt vielleicht vollständigkeitshalber noch muss sagen, was ich jetzt gezeigt habe, ist einerseits eine Überlappung und andererseits dass sich die Formen und die anderen Elemente, wo nicht explizit irgendwo angeordnet werden, dass die einfach den Raster so auffüllen, wie sie gerade zum Liegen kommen. Und es könnte natürlich auch der Fall sein, dass man sagt, wir haben da einen Bereich, den wir aussparen wollen. Und der hellblaue und der pinkige Böller, die sollen noch einander scheinen. Aber hier auf der linken Seite die letzten zwei Zellen, also die untersten zwei Zellen links, die sollen frei bleiben. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Also, etwas, was ich machen könnte, ist in dem blauen und in dem pinkigen auch ein ID geben und sagen, die müssen hier runter. Der muss hier rein, der andere muss hierher. Und dann hätte ich aber das Problem, dass der orange und dunkelblaue nachher rutschen und dann wahrscheinlich in diesen zwei Feldern zum Liegen kommen. Dann wäre da wieder etwas drin, was ich nicht drin haben wollte. Und das heisst, am Schluss müsste ich wirklich für jeden Böller eine eigene Regel schreiben. Und eine andere Möglichkeit wäre ein leeres Element. Ich nehme den Empty, also einen Div-Tag mit der ID Empty. Und dann würde ich im Style-Sheet eine Regel schreiben für den. Und dann die zwei Zellen blockieren, dass ein leeres Element drinnen ist, wo dort einfach drin hockt und verhindert, dass etwas anderes dort drin sitzt. Jetzt schaue ich hier die Linie an, das wäre Grid Column 1 bis 2 und Grid Row wäre 4, jetzt könnte ich sagen minus 1 oder 5, die letzte. Und jetzt habe ich entweder einen Fehler gemacht, irgendetwas nicht berücksichtigt. Aha, es ist 3 bis 5. Nicht 4 bis 5.
Schweiz ist gegangen. Also das ist die Anordnung und nachher könnte man anfangen mit Proportionen spielen. Und da bei der Spaltenbreite andere Werte eingeben. Aber ich lasse jetzt mal bleiben, das lange glaube ich.